dieser Daniel. So. Oh ja, alles einsammeln. So, wenn ihr jetzt Items seht, wie zum Beispiel schwarze Fahnen oder sowas, wir nehmen alles, was mehr Gegner macht, okay? Ja, ja, ja. Alles. Das heißt, keine Kerze, genau dieses Drecksalien, das wollen wir. So, Ernte nicht! Denkt dran, keine Ernte! Weil ihr kriegst die ganze Zeit abgezogen, wir sind immer bei Null. Ernte, 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 Ernte. Hier, Alien, das müsst ihr nehmen. Okay. Wir gehen Full Shredder, Full Liebes Alien. Ah, nehmen wir das hier, komm. Und Fernkampf natürlich. Fernkampf ist auch sehr gut. Tasche ist auch geil. Aber bei Tasche musst du die Kiste einsammeln, Brücke. Wenn wir die einsammeln, ja, kriegst du den nicht. Den Stress, den mache ich mehr. Ein bisschen Ernte ist gut. Ja, aber wenn man, sobald man Schreihals durchschließt, ist ein bisschen Ernte kacke. Sobald man die Fähigkeit des Lesens nutzt, man muss sie nicht haben. Aber. Ja, aber dann ist GG. Wenn die drei, die wir verlieren durch die Minusernte, können wir ja durch mehr Mobs einfach. Nee, wir verlieren die jede Runde tatsächlich. Also das ist das Problem. Ja, ja, schon klar. Aber wir haben ja so viel mehr Gegner, dass es einfach irrelevant ist. Das ist an sich zu wählen, ja. Ja, ja. Nee, auch einfach um es auszugleichen. Das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja so viel mehr Gegner. No. Die drei, die wir verlieren. Dann lies nochmal. Also hier, wir sind schon bei minus 6. Und wenn das minus 6 bedeutet, dass wir das erst am Ende abgezogen kriegen. Yeah. Versteht ihr das? Ja, aber es wird ja immer mehr. Ja, aber das ist mathematisch, das ist total in Ordnung. Also Stats, also Leon hat recht, wir müssen das mit Stats ausgleichen. Das muss von uns aus scheppern. Boah, das sind echte Kack-Rolls bisher. Ist auf Glück? Geil, Mann. Dein Glück ist geil. Glück kann auch mit dem Elefanten halt später geil sein, weil wir halt so viele Materialien hier rumliegen haben. Oh. Das Gefühl, dass ohne die Turrets auch die FPS ein bisschen besser sind. Meinst du? Boah, ich würde übrigens gerne in den Haufen da rein. Ich geh einfach mal rein. Komm. Was soll schon passieren? Wir sind ja kein Baby mehr, wir haben ja actually Stats. Fernkampfschaden flat, gut. Ja, ja, ne? Genau, das ist mit das Beste für dich. Du musst quasi eine Balance halten zwischen prozentual und flat. Und er hat das gesagt, ne? Nimm, dann hast du weniger nächste Runde verloren, ja. Also es ist nicht total lost. Weil das Negative hat auch Zinsen. Das heißt, ich habe jetzt minus 9. Na, jede Runde, aber ich lasse ja nie was übrig, also. Jeder kann ja Mathe unterschiedlich verwenden. Ich habe drei Taschen jetzt, Leute, ja? Ich sag's nur mal. Okay, na, dann sollten wir die Action sofort. Wenn die Kiste liegt, dann schrei ich euch an, wenn ihr die nehmt. So, der Pinguin hat mir eigentlich sehr gut gefallen letzte Runde. Pinguin! So. Oh, fuck, wo bin ich? Ach, ich bin da. Ja. Leute, sorry, bin kurz ans Handy gegangen. Zählt ja hier auch als Arbeit. Da sind schon viele. Ich weiß ja nicht, ob die auch wissen, welche Items ich habe, weil die werden nicht langsamer. Wieso lesen die nicht? Okay, ich glaube, ich bin tot. Also die 4 Sekunden. Sind beide fast tot. Ja. Machen wir nochmal. Ja, ja, alles klar. Wir haben jetzt ein paar Sachen geklärt. Ich habe die Kiste genommen. Ja, die Kiste. Ich brauche die HP, Leute. So, immer rein. Genau, wir können jetzt einfach. In die können wir einfach reingehen. Hauptsache, wir sammeln den ganzen Shit ein. Und Baum, 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 Baum. Oder wie viel Level? Nein, boah, guck mal, wenn wir 3 Level in der ersten Runde schaffen, wäre übel geil.
Alter, meinem Gehirn ist immer noch Schraubenschlüssel holen. So, liebes Alien, locken. Und ein bisschen Glück geht auch noch. So. Ich weiß jetzt bloß nicht, Leute, jetzt können wir vielleicht sagen, wann die Ernte abgezogen wird. Das wäre wichtig. Am Ende. Am Ende. So, das heißt, von dem Zeug, was du eingesammelt hast, minus 9 oder so. Exactly. Ja, das ist ja übel chillig. So. Das ist ja nichts. Das heißt, wenn ich nichts übrig lasse am Ende einer Runde, vor dem Shop. So, denk dran, das Alien holen, ne? Das Liebe. Liebes Alien ist sehr wichtig. Dünger ist auch eine gute Idee. Jo. Wie viele Aliens haben wir schon? Ich habe eins. Ich habe eins. Okay. 10%. So, Level up. Man merkt ja auch 30% Schaden gar nicht so dolle, oder? Genau, deswegen am Anfang ist Flatwert viel, viel mehr wert. Also, das ist quasi 80% Verwertung mit dem Ding. Ich glaube, es geht auch noch ein bisschen hoch, wenn du das Level 2 machst und so. So, und da musst du mal gucken, was halt, ob du bei 40% mehr Damage willst, bei 8 Schaden. Oder halt Flat 5 plus 5, weißt du? Deswegen ist Flat eigentlich immer total broken. Komm, nehmen wir mal einmal Ernte. Da ist eine kleine Bimse, das sehe ich doch. Da ist eine hübsche Plumpsback. Hi. Was hast du da? Hm? Kleine Malumse. Hm? Hast du dreckige Hände? Oh. Die sind ja voller Teig oder so. Schön. Jetzt muss ich ja gleichzeitig noch gucken, dass Malu nicht den Power-Knopf drückt. Dann müssen wir die Runde so spielen. Das wäre nett, Malu, wenn du es nicht tun würdest. Oh. Ich bin tot. Ich gebe meiner Tochter die volle Verantwortung. Ich bin auch tot. Du kleine Gebirge. Nee, dürft ihr nicht. Wir zwei noch. Ich bin geplatzt. Ich sammle ein. Eine Sekunde noch. Sehr gut. Alles, ja, 300. So, perfekt gemacht, ganz stark. Und die können durchbohren, das erhöht aber nicht die Chance, dass sie explodieren, oder? Nehme ich an. Was meinst du mit explodieren? Nee. Na, weil Shredder hat so eine Chance, dass die Geschosse explodieren, richtig? Ja. Ja, die Sporen bringt dir nicht sonderlich viel, weil du ja eh alles explodieren lässt. Ja, und deine Waffe durchbohrt von Natur aus übelst gut, das heißt, du senkst ihren starken Grundwert. Das will ich nicht. Das ist richtig kacke. Glück, ja. So. So, weiße Fahne nehmen wir nicht, ne? Wir haben weiße Fahne Verbot. Bäume gehen immer. Wo geht die Malu hin? Ich hab drei Aliens schon. Sehr gut. Ich habe nur eine bisher bekommen. Ich auch. Leider. Wir haben, oh mein Gott. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, was dann so der Gesamtwert ergibt. Weil das zum Beispiel könnte eine gute Runde werden. Wenn die von Natur aus so klumpen zu Beginn, ist das für uns nice. Denkt dran, eure Waffe scaled auch mit Explosionsschaden. Ja. Dynamit ist ein Banger. Ja. Gibt es andere Explosives noch? Andere Explosivwaffen, die wir nehmen können? Statt Raketenwerfer würde ich auch noch akzeptieren. Aber willst du akzeptieren? Okay. Ja, weil der skate halt mit Fernkampf. Bäume. Und der ist lustig, aber den gibt's quasi nur ab Tier 3. Also du musst quasi schon ein. Du musst einfach schon viel Glück haben, damit er überhaupt kommt. Den kann man quasi nicht Level 1 kaufen. Also ist das hier ein verbesserter Loot-Idiot gewesen? Den kann man ja gar nicht töten. So, Fernkampf. Ja, nehmen wir ein bisschen Leben, Leute.
Linse ist auch gut, ne? Linse gibt auch Flat AD für uns. Noch ein Alien. Genau, Ritual ist auch sehr gut. So, Maus. Wenn ihr eine Maus seht, kauft ihr Maus. Plus 10% noch Gegner. Ein Alien. Maus, OP. So, Dünger nehmen wir auch noch mit. Jetzt sind wir bei Ernte 1, das ist okay. Nicht so viel abgezogen. Ich habe gerade 3 Aliens gekauft. Ich bin actually bei Plus-Ernte. Ja, ich bin auch ein bisschen. So, also, wo stehen hier? Gegner stehen bei mir 55% da. Gucken wir bitte bei euch noch schnell. Auf Sekundar. 70. 75. Das ist halt. 65, ja, yeah, let's go. Nice. Also das müsste jetzt ja alles, also das müsste schlimm sein. Ja, das ist schon eine rote Knarre. So. Ja, ich hab Holler nicht geholt. Da war ich sich schüchtern. Dachte, ich gönn uns mal was, ne? Achso, das bist du. So. Haben wir noch jemanden, der die Kisten aufsammeln muss? Oder kann ich die mal aufsammeln? Ja, sammeln wir einfach auf. Okay, okay. Da hier oben davor, okay. Okay, ich brauch was zu essen. Oh. Jo! Ja, es gibt Gegner, wenn die durch Ranged-Waffen sterben, dann machen die rote Bunge. Ja, die Pickelfische. Das ist für wenn uns. Wenn die nicht wären, wär's, glaub ich, geil, aber. Ich bin tot. Oh mein Gott. Punkte, Snoop! Boah, ich hab grad so Schiss gehabt. Wir standen einfach beide in der Corner so. Prepare to die, Alter. Ich glaube, das Zoom kannst du auch ausschalten, ne? Wie bitte? Das Zoom kannst du, glaube ich, auch rausschalten. Ah, ja, sollte man. Tempo ist auch nicht schlecht zu nehmen, by the way. Weil es gibt so ein Item, der heißt Stromgenerator, der skaliert mit Tempo dann. Brennt irgendwas bei Explosionen? Nee, haben wir nicht. Das ist so für die Feuertürme und so, oder Flammenwerfer. Alright, alright. Nö, da würfelt die neu. So nicht. Nicht mit mir. Knappe. Boah, den seltsamen Geist traue ich mir jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Dynamit! Ich könnte aus den ich hätte fast Werkzeugschlüssel genommen. Naja, die letzten Runden kleben übelst an einem, ne? Das ist actually scheiße. So, ich habe jetzt auch mal ein paar Alien-Babys genommen. Und guck mal hier, Superschnecke. 14% weniger Tempo beim Gegner. Das ist doch super. So, hier noch ein Shredder. Okay. Das sieht gut aus. Jojojo. Tyler ist nicht gut für uns, weil der. Dem nicht die Scaling-Punkte fehlen. Boah, Alter. So. Okay, es geht ab, ne? Wer denkt an Fernkampf ist halt. Ich glaube, Fernkampf können wir fast durchgehend nehmen. Sieht schon sehr viel aus. Das Problem ist halt, irgendwann kommen so ein bisschen stärkere Gegner und dann ist das unangenehm, weil es dann die Karte sich dann wieder füllt mit Scheiße. Ah ja, aber volle Karte ist mehr Domino-Effekt, wenn du explodierst halt. Eigentlich schon, ja. Geht schon klar. Also das, was wir brauchen jetzt, was jetzt richtig stark ist, ist Baby mit Bart. Wenn ihr das kriegt, dann ist Instant GG, weil dann skalieren wir super krass mit dem Fernkampf-Explosions-Scheiß. Ich glaube, ich nehme sogar HDHP, Leute. Ich glaube, ich habe genug Damage. So. Oh. Die Waffen sind alle schon. Sick. Handschellen. Ich habe ein Heilungstool gekauft. Ich bin so lost, ne? Na, der ist okay. Also, der ist nicht super scheiße, muss man sagen. Ja, ist richtig. Der ist schon okay. Oh, ich hab 8 von 10 Aliens, Leute. Acht, Alter. 8 ist wirklich viel. Warte, schwarze Fahne kaufen wir, richtig? Ja, wenn da jetzt steht mehr Gegner, let's go. Ja. Da steht aber auch mehr Gegner Schaden. Ja, das ist das Problem an dem Ding. Leben. Ich hab das Gefühl, dass wir übelst viel Geld haben. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen.
Aber das liegt einfach daran, dass wir halt wirklich viel umbringen. Oh. Spieler 2? Seid ihr wieder da? Ja, ne? Ja. Okay, Fernrohr ist auch geil. Okay, also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Same. Yo, yo. So. Jo, die hat eine Chance. Wir machen schon ein bisschen wenig Damage, ne? Findest du? Ja, irgendwie. Also 50 Schaden reicht schon aus. Ein paar Mal, bis Gegner tot sind. Ja, wir schießen halt so schnell, ne? Wir machen vor allem nur Gruppen hier. Ja, ja, das ist richtig. So, denk dran, irgendwann kommt der Typ mit der Nase. Der ist so das wahre Problem. Also das sind die Ultranasen. Die sind der auch scheiße. Der Loot-Gablin ist gerade einfach geschmolzen. Ja. So. Ja, Shredder ist wirklich nicht gut gebalanced. Wir haben, glaube ich, diesen Breakpoint erreicht, oder? Nee, das ist wieder, das ist einfach wieder so eine Bait-Wave, ist das. Also ich würde trotzdem richtig viel HP und sowas leveln. Das ist wirklich, wirklich sehr wichtig. Scharfe Soße, let's go. So, Metallplatte. Also versucht auf jeden Fall so 10 Rüstungen zu haben, das wäre wichtig. 15 eigentlich am besten. Kombinieren macht gar keinen Spaß. Nee, das also so, Shop angucken. Shop angucken ist, also das ist der einzige Shit. Wir zahlen gerade so wenig fürs Rerollen, ich versteh's nicht. Oder stimmt da irgendwas nicht? Ja, wir haben doch einfach nur viel Ressourcen, oder nicht? Naja, genau. Überproportional sehr, sehr viel. Ist so. Wurde gepatcht. Rerolls sind günstiger, wirklich. Also beim Baby hat sie. Das ist doch wieder so ein Schwachmat, der das erzählt. Hast du es gehört, JV Moabit 21? Hast du gehört, hä? Bitte nicht hauen. Ein Schwachmat bist du. Kannst bei brücke.tv/twitch angucken. Guck nach, das würden wir nie tun, weil da kommt ja die Wahrheit raus. Never true. Ein bisschen Fakten passiert. Mm-mm. Kunst liegt. Warte mal, hat jemand ein Baby mit Bart? Ja. Ja? Ja. Das sieht man nämlich. Geil. Ja, true, so wie es hier so rumfliegt. Ist das auch für euch, oder? Nö, einfach nur deine Kills machen Peng. Peng, ich ja hier töten. Peng abhängig vom Bumm. Mach die Mütter tot. Mach die Mütter tot. Uah. Sammelt, Leute, sammelt. Ja, unten links liegen große Sachen. Nochmal unten links jemand. So. Ganz schön abgehoben, Holla. Mir von da oben Befehle zu geben. Ja, ich bin oben rechts, tut mir leid, also. Jeder hat halt so seinen, ne? Voice. So. Boah, ich hätte schon so Bock, neue Glück zu leveln, Leute, ne? Aber ich kann den Trizeps auch nicht nein sagen. Also, wir haben 1100. Lol. Das ist wirklich viel. Oh, noch ein Alien. Sehr gut. Noch eine schwarze Flagge. Dann Weizen. Ein Alien. Eine verfluchte Narbe! Oh, jetzt geht's los. Der fucking Helm, der ist wichtig. Hier in Augen machen wir auch Damage. Raketenwerfer, es geht los! Wer es hat, darf es holen. Die Transition beginnt. Kein Geld mehr. GG.
braucht länger. Ja, ich auch. Nee, Moment. Weil eine Maus nehmen wir, ne? Maus muss man nehmen, ja. Mit der Minus-Ernte ist ein bisschen anlackig. Garten ist nicht schlecht, oder? Eine Frucht? Ja, Garten ist cool, ja. Kannst du nehmen. Es gibt halt einige Items. Wie viele Gegner haben wir gerade? Ich hab 95. Ich hab 80. Muss noch kaufen, Moment. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie Gegnertempo verrechnet wird. Das würde ich gern wissen. Kannst du drüber hauen, oder? Nee, das Ding ist, also wird es, weil bei euch steht ja 0. Also wird es jetzt trotzdem für alle minus 14? Nee, ich glaube, hast du ein Item, was quasi, wenn du jemanden hittest? Das nee, ist das ist die Schnecke, das ist der Grundwert, ist so. Ah. Dafür werde ich ein bisschen geslowt. Ich glaube, dann ist es für alle. Ja, ich würde auch sagen für alle. Weil bei uns ist es ja für alle Gegner auch. Ja genau, das würde ich gerne wissen, wenn wir alle eine Schnecke holen, ob dann tatsächlich die, also ich meine, wir kommen dann ja auf über 50% slow. 30.000 Schaden sind gut, oder? Von dem Baby? Hätte ich jetzt gesagt. Gut, ja. Ja, das riecht gut. Baby, das ist wirklich nicht schlecht. So, der Traum ist, dass es so viel Schaden macht wie ein Autotag. Dass er quasi ein weiterer Autotag durch die Gegend fliegt. Aber das halt für jeden Kill, den du machst, was natürlich beim Shredder sehr schnell sehr viel ist. Die Epilepsie-Wahrscheinlichkeit ist halt übel hoch. Alter, unser Knie. So, das ist halt so ein Problem. Gottlos. Holy shit. Holy shit. Dieses beschissene Heiltool, was da steht, ne? Aber wo, Boss? Wann, die Sau soll kommen. Nächste Runde erst. Der soll kommen. Bruder, sag das nicht so laut, Mann. Aber wir haben halt echt die Kohle, Mann. Wir kriegen ja pro Runde 2 bis 3 Level gerade. Und da kannst du halt immer plus 9 HP oder so nehmen. Das ist halt so anders als dieses Drecksbaby. Aber Shredder ist halt zu einfach. Das ist wirklich Easy Mode. Ja. Das ist crazy. Wie Baby mit Stöcken zu spielen. Schwarze Fahne, Leute. Wir machen es uns dramatisch schwerer. Oh, 12 Tempo wäre eigentlich auch geil. Mal Regenzone nehmen wir mal. Wir nehmen mal so ein bisschen Healing mit. Genau, ab gewissen Kernleveln kriegst du quasi immer rote. Was ganz geil ist. Natürlich nehmen wir Wehrkampf. Gönn. Ah, verfluchtes Elendbaby, guck mal. Aber es macht gar keinen Nachteil. Es macht nicht mehr Gegner, schade. Maus. Noch ein Raketenwerfer. Es beginnt, Leute. Glaskanone. Wie viel Rüstung haben wir? 4. Goldfisch. Jesus Christ, wenn du hier im Raum bist. What? Das war ja übel schlecht. Boah, das, Leute, das war der schlechteste Goldfisch ever. Ja, 5000 Glück. Also ihr dürft doch voll Raketenwerfer gehen, ne? Das geht. Stromgenerator! Ich hab grad einen Stromgenerator gesehen. Leon? Ja? Mann, ein Stromgenerator gibt übel Damage. Hab nichts gesehen. Stromgenerator ist richtig OP. Der gibt ja quasi Damage für deine Move Speed. Ich hab kein Move Speed. Genau, und dann gehst du Move Speed. Naja, aber ich hab minus 5 Tempo. Trotzdem. So. Guck mal, das sind jetzt einzelne etwas stärkere. Ja, sure. Aber. Also, nächste Runde kommt, glaube ich, der Boss. Ja, Übertragung wird schon mal ein bisschen schlechter so langsam. Mhm. Nasen! Full Nasen Engage. Ohne Hände, Leute! Ich spiele ohne Hände! Ich sehe das! Aber also, dann sammle ich aber das Zeug ein, Junge! Oh, das ist hier eine ordentliche Nasengang hier. Wer ist denn unten rechts verantwortlich? Ich. Maxim. Er hat sich in den Turret. Ich bin oben links eigentlich, aber oben links ist nichts mehr. So, hier noch einmal Glück. Fuck, hätte Rüstung nehmen müssen. Oh, das war schlecht.
So, Alien Nummer 6. Oh scheiße, den Schredder kann ich nicht mehr holen, Leute. Ey, wir haben so viel Geld, ich habe einfach Rüstung 17 und Ausweichen auch fast voll. Ja, Ausweichen voll machen ist actually schlau hier. Jetzt Full Damage. So, noch ein Raketenwerfer. Warte, Flagge habt ihr gesagt auch, ne? Ja, genau, musst du nehmen. Scheiße. Nicht scheiße, sondern yay, voll geil. Yay, voll geil. Okay, also wir haben Aliens fast voll, Leute. Zerfetzen. Warum macht Zerfetzen so viel Damage? Das ist ja crazy. Ich habe übrigens Köder plus V genommen. Ne? Das ist schlau. Danke. Was? Aber wenn die, ich meine, die Dinger spawnen, die können es actually one-shotten. Solange die keinen Dash machen, kommen auch keine Kugeln geflogen. Jetzt kommt auch wirklich jetzt Boss, oder? 12 ist Boss, ja. Ja, doch. 12 ist Boss. So, da ist er. Hilfe! Ja, das war ein Köder. Gott! Alter. 1 HP. Aber der Boss ist halt tot, also. Er stirbt halt hier wirklich im AOE. Ja, Egon, wer kriegt die Kiste? Oh. Rolki, nee. Ich hab sie bekommen. Ja? Verdient sie bekommen? Unverdient! Weil ich der Coolste bin, ich steh nur rum. Wait, ist gar niemand gestorben. Das sind ganz schön viele. Ach ja, echt? Das waren. Nee, viele von diesen. Typen, die platzen. Wie kommst du darauf? Die sind ja normalerweise nicht im Level. So, die Ködertypen quasi. Oh, das kann man eigentlich echt schon mal nehmen. Generator mit Außer 50% für. So explodieren, wenn du Schaden nimmst. Ich nehme leider nicht so viel Schaden, aber ich nehme es trotzdem, ne? Wir nehmen mal Rüstung, Leute. Crit-Chancen-Thema oder so? Scheiße. Also wenn, dann musst du 100% Crit haben. Und da gibt es ein paar geile Synergien, aber es ist halt 100 oder nachher. So verklein macht man nicht. Oh, ich habe einen Fluch-Alien. Aber es bringt leider nicht mehr Gegner, glaube ich. Also es ist einfach, also es ist gut, aber es übertreibt nicht so wie... Ist ein Raketenwerfer gegenüber dem Schredder einfach besser oder nicht? Ja, ja, also ich würde alle Schredder ersetzen durch Raketenwerfer. Die sind weitaus besser. Atomraketenwerfer auch, ne? Ja. Oh, guck mal, verfluchte scharfe Kugel durchdringt zwei Ziele. Ach, warte mal, ich kann ja keine Waffen mehr wechseln, oder? Baby mit Bart, let's go! Na gut, ich bin locked. Baby mit Bart schon sexy. Ja, wir locken mal trotzdem die Rakete, Leute. Verwerten. Leute, ich kann nicht verwerten. Oh, du hast den Trade, dass du es nicht kannst. Ah, das ist scheiße. Dann ist kacke. Dann haben wir nicht den 24 Raketenwerfer. Move. RIP-Atomraketenwerfer. Ja, man kann die Sachen sich nicht hin und her geben. Mhm. Aber er hat halt auch alles schon hochgelevelt. Ne? Das ist eigentlich schon ganz geil. Ha, Schützengewehr. Das Ding skate zum Beispiel mit Range. Das ist witzig. Das ist kacke. Also darfst du halt nicht getroffen werden. Das ist halt einfach albern. Hast du es genommen? Ich hab zwei davon. Ach du Scheiße. Oh, mal spielen lernen, Maxim. Na gut. Ich hab übrigens Geckos. So. Kann ich mich nie wieder bewegen. Das ist gut. Weil warum halt wirklich Full Gecko? Das wäre das Beste. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel insgesamt 4 Geckos reichen, weißt du? Ob die Chances quasi einzeln verrechnet werden. Aber dann heißt es ja, wo fliegt das dann hin, wenn 200%... Das ist einzelne Personen. Wenn ich einen Gecko hab, zu mir zum Beispiel. Nee, ich meine, wenn aber zwei Leute 4 Geckos haben.
Das geht ja nur noch ab, ey. Oh ja. Dann ja, die Baby mit Barts machen jetzt halt sehr viel aus. Also ich glaube, wenn jeder eins von uns hat, dann ist GG. Ich habe bisher noch keins gerollt, leider. Ja, Schredder. Also wer Schredder spielt, ist wirklich... Schredder-Raketenwerfer, das ist... wirklich bodenlos. Schredder ist halt auch insane mit Lebensentzug. Weil du so viel Damage machst. Weil auch jedes einzelne zählt, oder was? Das, ja. Das macht's halt noch dümmer. Ein bisschen mehr Armor. Oh, finde ich nicht. Scheiße. So, ich nehm den verfluchten Faust, geht los. Ich mache jetzt auch den Bröki. Yay. Weil du eine kleine Maus bist. Ich bin eine kleine Mausi. Boah, wegen diesem beschissenen Shop habe ich das Falsche gekauft. So. Ich bin doch safe ein Item, wo es mit meinen Ressourcen skaliert, oder nicht? Ja. Wonach suche ich da genau? Was ist wert? Es gibt so ein Sparschwein, dann kriegst du halt immer mehr. Aber das habe ich. Aber, es gibt doch safe auch ein Item, was damit skaliert, oder nicht? Also an Damage. Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt einen Charakter, der das safe macht. Aber ein Item wüsste ich jetzt nicht. Ich kenne nur Items, die halt mit Glück skalieren. Also dann im Run selber. Ich habe mir jetzt auch einen Knoten genommen. Ey, ich will alles mit 3 Atomraketenwerfern haben. Das ist mein Ziel. Nee, waffenmäßig bin ich fein. Ich hab 300 Reichweite. Ich werfe ein stationäres Geschütz, das überall hinschießt. So. No look, no touch gameplay. Ich bin bei dir, Bröcki. Sehr gut. Pressfolder und ich müssen alles einsammeln. Oh, Bröcki hat Tipps bekommen. Ja, die chartet dann in euch rein. Das ist dann das Gefährliche. Ich hab Ausweichen. Oh. Ich hab 60 Ausweichen, aber das heißt, es ist nicht 100, ne? Nee, 60 hab ich zum Beispiel noch gar nicht. 60 ist mehr als 50. 60 ist Max! Ich nehm den Münzwurf. So. Bin übrigens übel geil von dem Game gelöst, dass du halt einen Max-Wert hast, aber du kannst trotzdem mehr holen. Damit du Items holen kannst, die dir das abziehen. Das ist so geil. So eine einfache Idee, die so fucking worth ist. Leute, das Polster geht auch so, ne? Das Polster geht auch in-game, deswegen steigerst du quasi dein Leben, während du im Run bist. Deswegen müssen wir es nicht aufheben. Bröki muss aufheben, weil er halt das Sparschwein hat. Hm. Also er muss nicht, er kann. Hm. Das sind schon gute Werte, holy shit. Hier noch auf jeden Fall Rüstung. So. Atomraketenwerfer, bitte. Ende der Weisheit ist noch worth. Da, okay. Teilchenbeschleuniger. Oh, das Geld nicht mit uns. Nope. Honig. Plastiksprengstoff. Baby mit Bart. Okay, also jetzt kommen die sehr interessanten Dinge. Curse Glücksspring. What the fuck? Okay. Ja, Plastiksprengstoff ist richtig geil. Köder kaufen. Ah, weiß ich nicht, Leute. Boah, nee, echt nicht. Muss ich nicht. Muss nicht sein. Vor Welle 20 würde ich mein Geld ausgeben, Leute, aber bis dahin will ich euch nicht warten lassen. Ey, du musst ja noch sparen. Ja, ey, wenn du Schwein hast, dann würde ich an deiner Stelle chillen, ja. Die Reroll-Kosten punishen einen ja auch gar nicht mehr so hart. Na. Weil es gepatcht wurde, ne? Genau, wurde ja gepatcht. So, also der Boss. Der kann nix, ich bin der Boss.
Du bist tot. Warte mal, du hast überlebt? Ja, ich bin Boss. Hey, aber du warst gerade bei 0 kurz. Ah, du hast die Kiste dann instant bekommen. Ja, dann warst du nur lucky, weil wir dir geholfen haben. Alles gerechnet. Alles durchgerechnet. Also, was ist dort? Oh, was passiert hier eigentlich? Oh mein Gott. Das ist ein Bullet Hell geworden. So, und ihr wolltet noch einen Köder. Oh, Gegner. Dumm seid ihr. Ja, ich hätte den Köder genommen. Ich hätte ihn nicht genommen. Wenn ich einen finde, nehme ich den sofort. Nee. Wie gesagt, es gibt einen Charakter, der hat Köder, kostet. Er kriegt jeden Roll einen Köder und er kostet nur eins. Lol. Der ist richtig lost. Warum liegt hier so viel Essen überall? Ja. Wir haben den Welthunger gelöst. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ah, nämlich Folter, Maxim. Ich glaube, du heilst dich besser. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so neidisch. Ist das geil, Junge. Das ist so drei cool Minuten Seite. Extra. Das war's mit den FPS. FPS sind gone. Boah, wir haben so viel Stats, ey. Das ist total übertrieben. So, jetzt kommt der letzte Raketenwerfer, Leute. Wir haben's. Full Rakete. Extra Magen. Oh, das ist geil. Guck mal hier, da kriege ich mehr HP. Das ist gut. Denk dran, Maus muss gekauft werden. Kartoffel. Kartoffel ist gut, aber Raketenwerfer 4 ist besser. So. Okay. Boah, wir sind so rich, Alter. Es ist wirklich Easy Mode mit 4x Schreihals. Das müssen wir nochmal mit Türmen spielen. Schreihals und Türme. Also ein Köder, sagt ihr, ne? Also eigentlich hat Leon recht, ne? Laut den Regeln müssen wir das holen. Jetzt. Was hab ich recht? 9700% Schaden auf Matrosen. Ja, also einige scalen wirklich. Ich hab's Alien gemixt. Nicht. Doch, geh full V, Junge. Full V? V, Alien, Baby. Alien. Wie viel Gegnerprozent habt ihr? 110 hab ich. 135. Ich hab 135, ja. 140. Oh mein Gott. Aber guck mal, jetzt ist die Frage, zählen die Slows? Wir haben jetzt mehrmals Slow-Reduzierung auf den Gegner. Das würde ich so gerne wissen. 130. Okay. Ja. Sense. Ah, hab ich nie gesehen. Ich würde nach der Runde kurz auf Klo gehen. Eine ätherische. Weil Brügge braucht ja 5 Stunden zum Einkaufen. Ey, Holla, so kannst du es gerne machen, ja. Aber du hast dieses Curse-Item auch gekriegt, was von Curse profitiert. Das ist geil, dieses Auge. Ich glaube, ich kann auch jetzt noch auf Klo gehen, solange wir... Nee, wir ziehen die Runde noch durch. So, da, kommt der Köder City. Alter. Das Item, was alles einsammelt, ne? Also ihr müsst nichts mehr einsammeln. Ah, du hast dieses Sif-Item? Ja, geil, ja. Dann können wir schön. Ja, da können wir uns eigentlich in die Mitte stellen. Ja, alles in die Mitte, let's go. Jetzt kannst du eigentlich auf Toilette gehen, glaube ich. Ja, ist doch gut. Ja, okay, bis gleich. Ja. Wie viel Heal da überliegt. Ich muss mich ein bisschen bewegen, weil ich noch Max-Leben kriege, wenn ich hier das Zeug einsammle. So, jetzt bin ich fertig. Ich kann zoomen, deswegen gehe ich mal nach hier. Oben rechts ist auch viel Max-Leben, oder? Ja, nee, es ist gecapped bei 8. Die 8 habe ich halt instant erreicht. Aber ich hätte trotzdem gerne den Atomraketenwerfer, Leute. Weil der macht. Alter! Das sah gar nicht gut aus. Oh, das ist nice! Alter, ich habe keine Flotte bekommen. Ja, nimm das. Da kannst du jetzt Lifesteal bauen und kriegst dafür Damage. Das ist richtig gut. Das ist mit das beste Item. Du musst pro Sekunde einen Schaden. Ja. Das merkst du nicht. Kann ich ja so sagen. So, Rüstung 13 ist eigentlich genug, Leute, ne? Ich überlege, ob wir noch critten. Ich glaube, wir schaffen 100% Crit noch.
Oder Dodge. Fuck. So langsam bricht das Spiel. Holla. Nee, holla, jetzt reicht es langsam, ne? Geil, das Einsammel-Item ist richtig gut, ey. So Leute, ich bin bald bei einem Pen-and-Paper-Event und da sollte ich einen Namen einreichen für meinen Charakter. Hier steht, über den Namen müsstet ihr leider noch einmal nachdenken. Wir haben uns sehr amüsiert, allerdings würde das nicht zu unserem Kunden passen, sorry. Das heißt, mein Name war Christian Harten. Aber haben sie nicht gestorben? Haben sie nicht akzeptiert. Nee, keiner ist gestorben. Geil. Ich habe glaube ich gerade einen Fehler gemacht, Leute, weil ich habe da wohl das Dreieck der Macht und ich kriege jede Sekunde aber Damage. Oho, ja, stimmt! Powerplay! Boah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich will da ohne ihn, ne? Ah, ne, den braucht man gar nicht mehr. So, Pulli. Ach du Scheiße. Angriffstempo pro Ausweichen, ne? Ist doch gar nicht so scheiße. So, Fesseln setzt also Tempo fest. Aber oh, sagt auch dick. Pro Sekunde 2 Schaden weniger. Na, ist doch super. Chance von 50% zu explodieren, wenn du Schaden nimmst. Yo. Oder hier ist ja alles cursed mittlerweile. Butterarm, ne, der sagt dick. Goldfisch. Mal sehen, was passiert. Oh, das ist nicht schlecht. Ich glaube, die Nachtsichtbrille ist gut. Mammut sagt leider dick. Schade. Nachtsichtbrille rein. Kannst halt voll Crit dann gehen. Bam, bam, Diplom will ich auch nicht haben. Naja, kannst du eigentlich nehmen für die XP. Ja, also 3 Runden noch. Das könnte halt noch ein Level rausquetschen. Kriegst beim Rollen jedes Mal verschiedene Attribute, ja. Manchmal verliere ich ein bisschen Leben, aber manchmal kriege ich AD dazu. Badam, bam, 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 bam. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei dir runtergeht. Ich weiß nicht, ob wir einmal kurz Pause drücken können und die Stats angucken können. Das geht, ne? Ich sehe bei den Stats dran nicht, ne? Das warte. Ja, warte. Das, warte mal, du bist 3, ne? Ja. So, dann gucken wir jetzt mal. Schaden 200. Okay, gucken wir mal, ob das runtergeht. Ach du Scheiße. Ich hab irgendwie Köder genommen. Jo, das haben wir gerade gespürt. So, ich muss einmal kurz Essen einsammeln, Leute, weil ich hab ein Item. Dann machen wir wieder eine Pause jetzt, wenn es geht. Ja, warte. Und so, also. Dann gehen wir auf Spieler 3. Hä, wieso geht das nicht so rüber? Boah, die Menüführung, tut mir leid, die ist wirklich bodenlos. Jetzt. Also. Du bist der da. Es ist weniger geworden, ja. Brögi trollt sich. Ich troll uns alle. Ganz tolle. So, die Kisten sammle ich mal trotzdem ein, weil ich krieg 45 Kohle pro Kiste. Ja. Yo. Also ich war jetzt bei 17. Level in der Mitte, da meine ich die ganzen Healer die ganze Zeit. Nee, ich muss. Jetzt siehst du was die Barrikaden üben. Oh mein Gott! Alter, ich sehe gar nichts mehr. 8 FPS und 120. Okay, Level in der Mitte. Wieso? Game crasht. Ach so, ja. Nee, ich muss die Kisten einsammeln. Wenn ich hier nicht einsammeln. Wenn ich hier nicht einsammeln, crasht dein Game. Nee, ich krieg 15 extra Kohle. Pro ja, Kiste. Ist egal. Krass. Guck jetzt. Okay, ich war gerade bei 1 FPS. Jo. nicht lange, warum? Achso, könnt ihr jetzt machen. So. Das nehmen wir. Zerfetzen. Ich glaube, ich nehme das. Ah, nee, ist verringert Crit Chance. Kann ich ihn leiden? So, 9%. Also, wir kommen ja noch auf einen soliden Wert, Leute. Ich glaube, ich versuche echt noch auf Crit zu kommen. Scheiß auf Ausweichen. Na gut. So, Minigun. Filzhut. Filzhut ist lost. Spirale ist lost. Cursed Hase, jo. Alien Baby nehmen wir auch. Jo. Also die Gegner dürfen auch stärker sein.
Wehrschläger. Deine Projektile erhalten plus 1 Abpraller. Das heißt weniger FPS, richtig? Sprengstoff, let's go. Ja. Umhang. Und damit hätte ich Ausweichen durchgespielt. So. Das ist alles Shit. Was ist das? Noch mehr Ausweichen. Wie viel habe ich denn? Ich bin schon bei 60. Kiki. So, Panda gibt mir Glück. Oh, nehmen wir den V? Ja, ja, wir nehmen den V. Ist ja noch eine Runde. So, also ich bin jetzt auch fast durch. Also ich hab, mein letztes liebes Alien ist das. Ich weiß nicht, ob Flaggen gecapped sind. Oh, Explosion ist geil, Mann. Wieso habt ihr alle Atomraketen gemacht? Oder nicht? Ja, ne? Doppeldreieck. Damit es schneller. Ich hab drei Dreiecke sogar. Ich hab mehr Startschaden und weniger later on. Na, wie sie legen ja. Du machst ja. Oh, das ist. Nee, das ist scheiße. Also die Idee ist gut, aber wir haben kein Brennen leider. Raketenwerfer nicht mehr. Aber der Gecko ist süß. Aber der bringt, glaube ich. Ah, nee, der ist auch kacke. Weil. Es wird ja eh alles geklaut. Von Leon. He's stealing. Ich habe sogar vier Dreiecke. Ich gerade. Meint ihr, wir können bei Boss bitte stehen bleiben? Ich glaube, er schafft es nicht zu uns, weil er, die ersten Attacken sind bei ihm sinnlos. So, ich sammle kurz die Kisten ein. Und dann machen wir den FPS-Test nochmal am Ende. Alter. Das ist einfach gottlos. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, wenn wir alle beisammen stehen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so. Die Leute sagen, spielt mal bitte Shredder. Aber jetzt haben wir das hier. Und ich finde, das ist einmal lustig. Ja. Und das war's. Danach ist halt eben, das ist so dermaßen herausforderungslos. Wo ist denn die Mitte, Maxim? Ja, am Ende gehe ich nicht mit der. Wir haben auch wahrscheinlich alle keine Faces wegen der Bitrate, oder? Und Projektil, Achtung. Ah ja, einfach stehen bleiben. Ich finde das geil, dass die, glaube ich, die Babys mit Bart werden nicht richtig verrechnet. Kann das sein? Yo. Also ich habe keine FPS. So, das nehmen wir nicht. Weil ich will noch den Atomraketenwerfer. Zu Beginn der nächsten Welle erscheinen besondere Gegner. Schon, ne? Haben wir gesagt, ne? Yo, let's go. Rein. Das Rerun so fucking billig ist, you kidding? Ich habe auch drei Items, das es billiger macht bei mir. Ah, okay. So, weiße Fahne, Leute, ist verboten. Ich nehme mir jetzt Hand of Blood. So, Spinne. Spinne ist auch für den Arsch, ne? Goldfisch, komm, Goldfisch, wenn du jetzt mir jetzt nicht die Scheiße gibst. Oh, ich habe auch Henno. Dann los. So, Sprengstoff ist gut. Habe ich das denn über 100% Crit-Chance? Nee, ne? Nee. Außer du holst deine Items, die es wieder senken. Adrenalin. V nehmen wir, ne? Ja. Wobei, Welle 19? Ja. Okay. Doppeldiplom! Ja, wir haben ja noch eine Welle vor uns, ne? Genau. 209 Glück, ey. Ich nehme zwei Pfauen, nee, kann ich mir nicht leisten. Kannst du es verkaufen? Verkauf deine Raketenwerfer. Film V. Nee. Scheiße, warte mal, ich muss jetzt hier den hier verwerten, richtig? Ah komm, ich lock den einfach, vielleicht wird er gecursed. Das wäre ja noch geiler. Wisst ihr noch, als wir mit wenig Ernte gestartet sind? Ich habe 131 mittlerweile. Ja, ja, das, aber das ist, also das Geld macht Sachen. Ich hab minus 2. So, dann was habe ich? Ich habe 13. Aber bei mir geht's noch. Also das extra Geld ist auch Aber das Game läuft noch. Ja, ist noch nicht abgeschützt. Ich
weiß noch nicht, ob ich diese extra HP auch wirklich kriege gerade. Von dem einen Item, was. Also, das sagt quasi, wenn ich Material einsammle, volle AP habe, dann kriege ich Leben, aber. Das kriegen übrigens wir alle, ne? Wir alle kriegen Leben dazu gerade. Also, vielleicht hast du Polster. Und wenn du Polster hast, kriegst du für dein. Wenn du Geld hast, kriegst du Leben. Okay. Okay. Deswegen ist Polster im Late Game übel gut. Aber ich muss die Kisten extra einsammeln, weil die mir echt viel Geld bringen. Einfach gar nichts mehr. Ja, es ist völlig bodenlos. 10 FPS Gaming. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin. Was soll jetzt? Ich sehe auch nur noch Pixelfragmente. Das ist ein gutes Game, Leute. Ja, also 40 Aliens, 20.000 schwarze Flaggen, 4x Schreihals, Leute. Ein gutes Game. Ah, ich bleib wieder. Läuft ja. So, Laterne. Nehmen wir. Silberkugel, nehmen wir. Deutsch, nehmen wir. Das nehmen wir nicht. Bruder, die Schatzkisten triggern aber hart bei mir hier. So. Wie viel Crit? 45. Ja, Crit können wir noch nehmen. Das war mir zu wenig. Der ist ja Easy Mode hier, ne? Sag ja, wer Shredder spielt, hat einfach keine Arme, keine Beine, keine Hände, kein Gehirn. Das ist einfach perfekt. So. Jetzt bei 80 Reroll. Ja, komm. So. So. Oh, die hat's nicht gecursed, die Rakete. Das ist unlucky. Du hast doch keinen Angelhaken. Oh, ich hab Angelhaken. Du siehst sie nur nicht, weil da ungefähr 700 Items da unten stecken. So, nochmal der. Babykeimer brauchen wir nicht. No. Jetzt haben wir drei Angelhaken aus, bringt mir jetzt nichts. Oh mein Gott, diese Waffen sind alle so fucking geil. Alter, ich krieg plus 2 Glück pro Crit-Chance. Das müsste doch jetzt schon gehen, oder? Alter, ich kann Alter, Cursed Explosive Geschosse, Leute. Geil. Ein Plasma-Hammer. Bruder, der hat ja instant gelohnt. So. Maus! Hab ich auch gerade eine? Ja, ich hab kein Geld mehr. Okay, dann machen wir nochmal Stat-Vergleich am Ende. Schwanzvergleich. Ne? Schwanzvergleich, es geht los. Ah, Kartoffel. Bei, no. Bei Brücki müssen wir noch bedenken, er endet bei 200 am Ende der Runde. So. Die Fluch. Bruder, ich bin ja komplett cursed. Du bist einfach in der Hölle. Ich bin wirklich in der Hölle. Na gut. Mach bitte endlos. Endlos, Leute, wir haben jetzt schon keine FPS mehr. True. Scheiße. Außerdem muss ich dann los. Am höchsten Level auch. So. Ja. Ach, das sind zwei Bosse, by the way. Wo denn? Die sind gone. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja, GG. Also, ja. Wie viel Prozent Gegner hatten wir? Das können wir noch checken. Ja. 120 bei mir. Also 140. Du musst Mathe machen. Und 150. 300, 400, 560. 560.